richtig tolle Funde heute. Was Münzen angeht, geht's hier wirklich heute ab. Das ist was richtig Geiles. Die ist auch hier so verziert am Rand. Schönes Teil. Wow. Also bei mir sind das wirklich sehr seltene Funde. Das ist der älteste Fund. Das ist jetzt der älteste Fund für heute. Ja Leute, was soll ich sagen? Wir sind gerade mal eine Stunde mit dem Metalldetektor hier auf dem Feld und haben schon eine Menge Münzen gefunden. Und das Teil hier ist der absolute Wahnsinn. Das ist keine Münze, das ist was viel, viel Besseres. Und ja, wir haben auf jeden Fall noch einiges vor, deshalb ich höre auf zu quatschen und weiter geht's. So, Leitwert 96. Ja, und das ist die erste Münze. Ja. Ach, das ist eine Alu-Münze. Ja, so ganz alt ist sie nicht. Trotzdem freue ich mich immer sehr über Münzen. Ja, die kriegt man auf jeden Fall gut sauber. Ich zeige sie noch mal schön. Okay. Gut, dann suchen wir weiter. So, an dieser Stelle möchte ich nochmal meinen Sponsor erwähnen. Und das ist abenteuer-schatzsuche.de. Dort findet ihr Metalldetektoren und sämtliches Zubehör. Alles, was man für die Schatzsuche benötigt. Also, schaut gerne mal rein. Und ja, jetzt geht's weiter mit dem Video. So, Leitwert 88. Eigentlich ein gutes Signal. Aber hier liegt echt viel Müll. Schauen wir mal, was wir jetzt haben. Ah, schade, ich dachte wieder eine Münze. Aber was ist das? Das ist, ich dachte irgendwie so ein Jeton oder sowas. Ist anscheinend aber nur eine Unterlegscheibe. Okay, weiter geht's. Nee, komm. Es sind so viele schlechte Signale da. Konzentriere ich mich nur auf die guten. Das ist zum Beispiel ein gutes 62er Signal. Ne, das Signal möchte nicht so richtig. Okay, ich guck noch mal, vielleicht noch ein bisschen tiefer muss oder was. Ja, da haben wir's. Vermute, das ist kleine Musketenkugel. Auf jeden Fall Blei, das sieht man an der Patina. Ganz typisch für Blei. Wahrscheinlich eine Musketenkugel, bin mir nicht ganz sicher, weil die Form so leicht zylindrisch ist. Gut, alles klar, weiter geht's. 79. Klingt vielversprechend auf jeden Fall. Thank you.
Ja, das ist ein Knopf, okay. Ja, ganz simple Ausführung, wahrscheinlich um 1900 rum. Okay. So ein sehr starkes 57er Signal oder 52er Signal. Das ist es, glaube ich, nicht. Das ist ein Stein. Das ist eine Münze. Die lag ganz oben auf. Wahrscheinlich ist die blank. So, doch, man erkennt was drauf. Eine 10 vielleicht? Also ich glaube, die hatte ich tatsächlich noch nicht. Gut, ich bin gespannt aufs Bestimmen. Wird aber auch so um 1900 rum sein, glaube ich. Schön. Oh, ich sehe das gar nicht. Die liegt hier einfach oben auf. Krass. Wow, cool. 200 Mark. Super Zustand. Ist kein Silber. Sieht zwar wirklich gut aus, aber Para, bleib hier. Also ich würde spontan sagen, das ist Aluminium. Sieht wirklich sehr gut aus. Schöner Fund. Ein super 86er Signal. Das sieht nach einer Metallic-Lackierung aus. Was ist das denn? Oh Mann, ey, heftig. Das ist eine Autotür. Okay. Ja, ich bin gespannt, ob wir noch das restliche Auto finden. Da haben wir es. Gut, was ist es denn? Flach, zerbogen. Material vermutlich Blei. Steht nichts drauf. Sackblombe ist es nicht. Hm. Naja, schaue ich mir mal in Ruhe zu Hause an. Vielleicht kann ich ja was rausfinden. Ja, hier ist das. Das haben wir gar nicht ausgebuddelt. 84 war das. Was ist das denn? Das ist eine Türklinke. Ja. Doch, hier ist sie ein bisschen verziert. Ja, nehme ich auf jeden Fall mit und mache sie sauber. Ich bin gespannt, wie sie aussieht. So, Leitwert 76. So, kommen wir denn da so ran? Ups, das ist eine Münze. Schön. Also, was Münzen angeht, geht es hier wirklich heute ab. Naja, mit Hakenkreuz, Deutsches Reich, die ist wirklich sehr, sehr gut erhalten. Ja, 5 Reichspfennig, 1937, so wie ich das sehe. Schön. Weiter geht's. Leitwert 96, sehr, sehr gut. Das freut mich wirklich besonders, dass das Signal wirklich sehr sauber klingt. Also ein stabiler Wert. Hoffentlich ist es Silber.
Nein, aber wir kommen den ganzen näher. Wie geil. Ja, das ist das Heck. Gut, jetzt haben wir eine neue Aufgabe, und zwar dieses Fahrzeug hier zu bestimmen. Ja, solche Lampen habe ich schon mal gesehen. Gut, wir werden weitersuchen. Okay. So, 87. Wirklich ein sehr guter Ton. Könnte was richtig Schönes sein. Das ist was richtig Geiles. Das scheint ein Anhänger zu sein. Oder eine Medaille. Wie cool. Wow. Also bei mir sind das wirklich sehr seltene Funde. Medaillen und Anhänger. So, ich mach's mal vorsichtig sauber. Man erkennt was drauf auf jeden Fall. Richtig cooler Fund. Das ist wirklich super. Gut, ich reibe jetzt nicht dran rum. Zu Hause mache ich sie mit klarem Wasser sauber und dann geht das bestimmen los. Da bin ich mal gespannt, womit diese Medaille zu tun hatte. So, ein wirklich perfektes 46er Signal, wenn man das so sagen kann. Ja, schöner Doppelton. Vielleicht eine kleine Silbermünze? Es ist eine Münze. Es ist ein Knopf. Aber ich glaube, der ist wirklich sehr alt. Also da erkennt man ein Muster drauf. Ja, hier ist das Muster. Wirklich cooles Teil. Der wird wahrscheinlich auch 200, 300 Jahre alt sein. Das ist der älteste Fund. Bis jetzt. So. Super Signal. Leitwert 66. Ey, das kann doch eigentlich nur was Schönes sein. So, ich habe was Spitzes gespürt. Da haben wir was. Das könnte ein Fragment von einer Gürtelschnalle sein. Ich mach's mal sauber. So. Okay, ich glaube, das ist jetzt der älteste Fund für heute. Ja, das läuft sehr, sehr gut hier. Richtig gutes Feld. Sehr schönes 74er Signal. Ja, so einen Knopf hatten wir schon. Tatsächlich. So, Leitwert 82. Schön, schön, schön. Jawohl.
richtig tolle Funde heute. Zwei Reichspfennig. Wirklich super Zustand. Klasse. Ja, das ist die erste Sackplombe. Ja, habe mich schon gewundert, warum hier keine kommt. Die findet man relativ häufig. Die gibt es in zahlreichen Varianten. Immer wieder cool, die zu finden. Ich freue mich drüber. 86. Starkes Signal. Es fühlt sich nach einer Münze an. Aber ich komme nicht dran. Es ist ein Knopf, meine ich. Ja. Und haben wir was Schönes? Glaube, da steht nichts drauf. Vielleicht hinten. Gut, ich werde den aber zu Hause in Ruhe sauber machen und einblenden. Vielleicht können wir ja dann mehr mit dem Knopf anfangen. So, jetzt aber. Das wird eine Münze sein. Oh, gibt sogar einen Abdruck. Ja, schade, da hat sich die Patina gelöst. Was ist das denn? Eine 2. Ja, das sind 2 Reichspfennig. Ja, so sehen sie aus. Schöner Fund. Weiter geht's. Ja, Leitwert 52. Ja, da haben wir's. Ist das eine Münze? Nein. Ich mach die mal im Komplett sauber. Ja, auf jeden Fall schwer zu sagen. Flach wie eine Münze. Na gut, wir machen weiter. Oh je. So, das soll fürs Erste reichen. Machen wir es mal so. Ja, habe ich sie denn? Ja, da bin ich wieder. Ja, ich erzähle hier ein und freue mich. Die Kamera war gar nicht an. So, jetzt aber holen wir nach. Dieses Münzelein haben wir hier gefunden. Kam, glaube ich, mit einem 94er Leitwert rein. Gut, weiter geht's. So, 81er Leitwert. Und wieder eine Münze. Schön. Das ist eine Zinkmünze. Und ja, die kann man meistens nur kaum retten, ohne die vollständig zu beschädigen. Aber ja, mal gucken. Ich probiere es. Leitwert 95. Hier. Tatsächlich eine Münze. Ups. Ja, genau die kam vorhin auch mit demselben Leitwert rein. 50 Pfennig. Ja, ähnlicher Zustand, total verkrustet. Aber wie gesagt, die kriegen wir auf jeden Fall mit den richtigen Mitteln sauber. So, Leitwert 65. Ja, das hatten wir jetzt auch nicht. Eine Patronenhülse. Ja, so auf den ersten Blick könnte die aus dem Zweiten Weltkrieg sein. Gut, schauen wir mal, wenn sie sauber ist. So, hier haben wir auch noch ein paar schöne Funde. Das ist eine Gürtelschnalle oder eine Schuhschnalle wahrscheinlich.
Interessant, die könnte wirklich ein paar Jahre auf dem Buckel haben. Die ist auch hier so verziert am Rand. Schönes Teil. Was haben wir denn noch hier? Das. Ich dachte erstmal ein Knopf, das sieht aber wirklich sehr seltsam aus. Na gut, ich glaube, das muss man einfach mal sauber machen. Das ist definitiv ein Knopf. Ja, ist leider nichts drauf. Öse kaputt. Und das ist, weiß ich nicht, das ist leicht wie Alu irgendwie. Wird auch den hohen Leitwert erklären. Ja, aber das Schönste auf jeden Fall die Schnalle. Ja. Die ist cool. Das war noch das Größere. Das ist ein alter Nagel, ne? Ja. Oh, da ist aber ganz schön viel gebuddelt. Ein bisschen haben wir gefunden. Noch viel Schrott. Hier so ein Blech, so ein Ring. Die gesellen Ring habe ich auch gefunden. Das scheint mal ein Nagel oder so gewesen zu sein. Ja, das ist alles. Das Teil. Omas Topf. Ja, sowas findet man ganz, ganz oft. Ja.